Ja, ich mag das Lied, von daher. Ich weiß zwar nicht mehr, welches es war, aber es war Platz 126. Und damit Bedroht handelt es, mich bekommst du nicht. eine Folge 2 in 2. Ist auch heavy. Aber ich glaube, das war die ABBA-Kopie in gut. Die ABBA-Kopie. Das ist ein Mix aus Let's Waterloo! Get Happy und Let's Be Gay. Nein, Und, das ist Waterloo! ja, ein Mix aus Waterloo und Let's Be Happy, Let's Be Gay. Let's be gay. Übrigens immer noch Top-Text. Das sind die bosnischen No Angels. Also, ihr könnt aber ein bisschen besser singen. Nicht viel, aber ein bisschen. Life. Clowney. Wo kommt die denn jetzt her? Ja. Das sind immer drei gewesen und drei auf dem Podest. Das sind die Background-Sängerinnen. Übrigens die Background-Sängerin, die Stefan Raab damals hatte, konnten kein Stück singen. Ja, das hast du auch jede zweite Folge. Key Change. Weiß ich gar nicht, aber das hört sich komisch an. Aufnahmefehler. Ich habe ja vorhin meinen Satz nicht zu Ende führen dürfen. Ich bin übrigens mittlerweile schon so viel gesungen, dass mich so tief gesunken, dass mich Gotti in Formel 1 schlägt. Tja, dabei fährt er nur mit 83%. Ja. Weiß nicht warum, aber ich kann das Spiel überhaupt nicht mehr. Es ist wirklich. Gammel da rum, wie so ein Gjormun. Jetzt ist das Lied ein bisschen lang. Also jetzt bin ich dafür, dass es vorbei ist. Es überspannt gerade ein bisschen den Bogen. Ich mochte das eigentlich. Aber zum Beispiel, dass ich das hinter Jody habe, würde ich jetzt nicht mehr verteidigen in der aktuellen Situation. Also andersrum. Dass ich es vor Judy habe. Ja, der Gotti. Warum hat er hier keine Exozahl, Rock? Weiß ich nicht. Wann ist mein Pylon fertig jetzt? E-Change! Das ist ein ziemlich früher hier Twilight Council. Nochmal Key Change. Double Key Change. Das gibt dir dann fünffach Bonuspunkte, oder? Ja, vielleicht hat es deshalb auch so eine hohe Wertung bei mir. Also es sind entweder ganz frühe. Ich weiß nicht, ob er jetzt Blink nimmt oder ob er ganz früh die Tees macht. Ich glaube, das werden die Tees sagen. Kannst du irgendwas früh bauen? Der Robo ist auf dem Ja, also er Weg. baut nichts aus seiner Twilight Council. Das ist verdächtig, würde ich behaupten. Wie kommst du drauf? Ich habe das Gefühl, wir brauchen Welche Einheiten. Farbe hat der Sonnenschein? Kommt jetzt. War Das ist ist aber der auch so ein so? richtiger Schlagertitel, oder? Was baut der denn hier schon? Vielleicht ist er auch einfach schlecht. Guck dir mal an, was der hier baut. Das ist die Super Safe Wall. Ah. Ich habe mal vorsichtshalber eine Shield Battery gebaut. Oh, da habe ich jetzt aufgestoßen vor Die lauter Shield Balkan Battery. Girls waren nichts für dich, ne? Nee. Farbenfroh und Aber das gerade schön. eben, ne? Das würde ich gerne zwei verteilen. Das waren die doch. Nein, die Balkan Girls waren Ja, weiter Feminem. vorne. Aber Feminem ist so ein beschissener Name, dass ich die lieber die Balkan Girls genannt habe. Feminin. Da ist der Gateway, der Proxy und der Dark Shrine. Welche Farbe hat die Welt? Ihr brauchen gleich Anti-DT-Sachen, Zalrock. Und Void Rays sind da auch. Ich habe jetzt gleich Detection, aber nichts gegen Void Rays. Da ist der DT. Da ist deine Detection. Nicht den Rock Nicht angreifen! den Rock angreifen! So, du musst dich jetzt leider um deine Main. Ich kümmere mich um die DTs, kümmere du dich um die Void Rays, bitte. Okay, wo sind die Void Rays? Ah. Ja. Der Blink Kann dauert halt halt nichts noch tun gegen. ewig! Ja, ich kann halt nichts tun gegen er. Das ist Ich ärgerlich, aber das ist weiß! so.
Was ist denn hier eigentlich schon wieder los? Du hast sogar World Race Speed. Ja, ist egal, welche Farbe hat der Sonnenschein? Ja, ich habe gleich ganz viele Dinge, die nochmal da abräumen gleich. Warum? Was ist denn hier eigentlich los? Ah, jetzt kann ich ein bisschen besser gegen fighten. Welche Farbe hat der Sonnenschein? Ich wurde gerade ein bisschen boah, ist das ein schlimmes Lied. Wenn du da ausspülen kannst, ist gut. Ja, ich nehme den Proxy da raus. Sehr gut. Ich würde sagen, dass mein Observer nicht so schlecht war. Du musst übrigens gleich die Echse nachziehen, ne? Wieder. Ich aus bin dabei. Raus? bisschen vielleicht. Du Gas über? Dankeschön. 200. Ja, würde ich auch nehmen. Dankeschön. Das hast du da oben abgeräumt, was er da geproxt hat, oder? Okay. Boah, wir haben auch heute echt viel Altkram. Ist jetzt StarCraft, oder? Nein, Altkram, alte Lieder meine ich damit eigentlich. Der Blink ist übrigens fertig jetzt. Zum Beispiel, ne? Welche Farbe hat der Sonnenschein? Das war nichts, ne? Wer hätte das gedacht? Nee. Das ist Obi-Wan Kenobi übrigens. Das ist auch mein Platz 1000. Ne, weiß ich gar nicht. Wo waren wir da? Da. Das ist gar nicht so schlimm. 774. Vorne? Die hier sind deutlich schlimmer und das kann ich nachvollziehen. Da ist was. Das meinte ich mit vorne. Der Base werden wir wahrscheinlich nicht halten können. Ja. Der Arken macht mir ein bisschen zu schaffen. Zugeben. Key Change. Gegner in der Main. Das sieht nicht gut aus. Ich komme ein bisschen zurück, aber wahrscheinlich sich ein Recall. Ich hatte nochmal eine Base, da kenne ich nichts, du Kollege. Aber du machst ihn gerade kaputt. Das ist ja, ja gut. Das ist jetzt nicht der beste Trade, aber das ist, glaube ich, trotzdem worth. So, jetzt muss ich leider kurz mal weg, weil jetzt verliere ich gerade ein bisschen sehr viel. Aber die meisten sind jetzt gestorben. Da vorne übrigens nochmal. La Boxerstuhl, was? Oh, Europäernis. Hast du dich da echt eingebaut? Mach mal Recall. Amsterdam. Capri. Das sind viele Voidress, aber da bist du ja gar nicht so Michael schlecht. Ist aber auch echt heftig mit Ping. Aber gegen Voidress bist du ja gar nicht so schlecht aufgestellt. Naja, aber auch nicht so gut. So ein Geben und Nehmen, wenn wir ehrlich sind. Wenn du Minerals hast, ich würde sie an lebenswichtig annehmen. Lebenswichtig? Ich muss gerade resten, dann kann ich dir was schicken. Kein Ding, ich lauf. Ich bin gerade einige Worker raus. Die haben ganz schön viele Bases. Ganz schön viele Einheiten und ganz schön viele Bases. Das ist eine Top-Kombi. Unsere Streitkräfte
Ja, ist doch ein bisschen sehr viel. So viel kann ich dir übrigens nicht schenken. Das ist geschenkten Gaul, ne? Nein. Oh, ich hab schon Benignis. Oh, gar kein zweites. Stopp! Ja, aber da kann eins abgeräumt werden. Ja, das Spiel musst du gewinnen. Ja, das wird schwierig. Ein bisschen eintönig das Lied, aber ganz schlimm auch nicht. Das war sowieso, glaube ich, ein schwaches Jahr. Das war durch das Jahr nach Elan-Köln in Maya. Da war ich echt enttäuscht. Ich finde das ganz, da ganz schön viele Phoenixes. Alter, ich kann nichts machen. Weg da! Weg da! Wieso schneller als du? Das ist blöd. Ja, natürlich sind die schneller. Die haben aber vor allem eine höhere Range, nicht schneller. Ich versuche mich halt in dich zu retten hier gerade. Ich versuche dir entgegenzukommen. Die Rückkehr der Mutas. Du bist der Abräumer. Aus dem Hintergrund könnte er schießen. Oh, das ist jetzt blöd. Da will ich nicht. Den anderen will ich nicht. Alter, wie viele Cannons hat er bitte gebaut? Okay, gegen die Army Composition, die er hat, baue ich mal wieder so ein paar Robos. Da kommt ein Angriff, Zarok, Hilfe. Ah, ich habe, glaube ich, da auch genug, aber es ist nicht... Nee, wo kennst du denn jetzt den Zarok? Ich habe den Angriff woanders gemeint. Vorderen Angriff quasi. Du musst auch einfach manchmal auf die Map gucken. Die Map hat überall geblinkt. Ja, aber dann solltest du doch sehen, wo meine Einheiten sind und wo deine, was vielleicht ja, sinnvoll ist. Vielleicht. In the disco. Singen kann die nicht. Was ist das eigentlich für ein Akkordeon da im Hintergrund? Das finde ich ja sehr stark. Dieses Lied findest du jetzt sehr stark? Nein, das Akkordeon im Hintergrund. Völlig unterschiedlich. Nein, das Akkordeon im Hintergrund. Also. Hilfe! Ich stehe doch direkt daneben. Das ist ganz schön viel. Da kommen noch Stormzies, Obacht. Aber die sind eigentlich dir ziemlich egal, ne? Ich kann nur nicht auf die Arkans mit meinen Mutters rennen. Das ist nämlich dann Blatt. Hier ist schon wieder was geproxied. Ich baue mal eine neue Base, wenn er okay ist. Da wurden die überall geproxied haben. Aber die hast du gerade gut gemacht da vorne. Schon wieder. Alter, immer kommen hier irgendwo Zealots angerannt. Der hat überall geproxied, glaube ich. Nee, die kommen normalerweise aus seiner Mainbase gelaufen. Die habe ich jetzt schon öfter abgefangen. No, no! Ich spiele jetzt Stalker Immortal. Hast du Minerals oder hast du Gas? Ich habe ein wenig Gas. Ich brauche Minerals. Und Bases. Ja, gut, und Bases. Oben! Von da oben! Ein bisschen im Kreis, um ihn zu nerven. Bis du da bist. Kann ich schon wieder die Base kaputt machen, bitte? Ich bin ja frisch gebaut. Da ist der Zement noch nicht mehr trocken. Gemaxt. Machst du das, ein Zwerg?
Ich habe jetzt auch ein paar Rolls gebaut zur Abwehr, aber das war wahrscheinlich eine völlig dumme Idee. Oh, Buzzfizz! Ach, dieser mit seinen Zellets, der nervt mich vielleicht. Was leckt mir am Arsch? Das kenne ich! Ja, das ist auch ein Sieger. Durch Bekannte. Ich habe übrigens 3-0 upgrade-mäßig. Ja, jetzt kommt der andere wieder hier. Hilfe! Ja, gut, die werden wir wohl nicht halten können, aber vielleicht kann ich ein bisschen nerven. Weil hier hätte ich sogar Bases. Wenn du die Disruptor irgendwie rausnehmen kannst, sieht das schon schlecht aus für uns. Ich werde ihn fokussen, wenn ich ihn sehe. Kann ich nicht. Ich kann ihn nicht fighten. Kann ich nicht. Das ist nicht gut. Ich verliere gerade alles. Ich habe alles verloren. Ich habe nicht mal Roach Speed. Also er hat ganz viele Phoenixes, aber so richtig hilft das natürlich jetzt gegen dich auch nicht, ne? Schon wieder ein Zealot. Ich werde den Zealot abgehen, du trotzdem mal ein bisschen zurück in deine Main. Oder deine, also hier irgendwo zwischen unseren Bases. Hallo, Einheiten, könnt ihr auch mal was machen? Aber die Army mit den Arkans ist im Arsch. Nämlich abgeräumt. Alter, sieh mal hoch hier. Was ist das? Ich brauche mal dringend eine neue Base. Und der Immortals sterben halt auch nicht gegen einen Beil von dem Gebimsel. Du weißt, was ich meine. Ja, ich habe gleich eine andere Armee, als ich vorhin hatte. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ja, die andere ist ja auch nicht mehr da. Viele Immortals werden uns helfen. Da kommt er. Hilfe, Zarok. Ich bleib ein bisschen. Ja, ist egal. Wollen wir durchziehen? Weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann gleich genau dann da. Aber die Base da hinten. Ja, ich habe links, ich habe rechts im Mutters abgestellt. Aber okay. Da sind die Phoenixes. Da kann ich nichts gegen tun. Da muss ich gegen Angriff fliegen. Obacht! Hier Dingsies. Okay, habe ich geschafft. Also da kann ich jetzt nichts gegen tun, leider. Die sterben halt. Alter, wie viel Cannons er auch einfach gebaut hat. Ich hab halt Immortals, ne? Carrier von hinten. Viele. Aber sieht gut aus. Ich hab Immortals, Anzahl viele. Ich hab den verirrten Dings rausgenommen, den verirrten Carrier. Wie viele Cannons sie wieder in der Mitte haben, ne? Aber wir rennen einfach dran vorbei. Oh, das ist jetzt blöd! Ja, Fokus einfach, die Carrier. Ich bin ja auch dabei. Das Problem ist, sind die Reinforcements, die gleich nicht durchkommen. Wenn ehrlich sind. Weil da sind halt 180 Cannons. So, jetzt sind leider meine Hydras alle gestorben, weil er alle geliftet hat. Ich dachte, du würdest ja auch noch ein bisschen mit deinen... Aber du hast gar keine Stalker mehr gehabt. Nicht mehr, sagen wir es so. Es ist noch ein Carrier, der lebt. Zwei. Ja, die Models von hinten. Ich hab einen Recall gezogen. Ja, es ist okay. Wir müssen nur gucken. Zieh dich mit an die Models ein bisschen zurück. Du kannst sie nicht so leicht nachbauen, wie ich meine Einheiten. Das stimmt. Aber ich habe oben, glaube ich, massiv Stromausfall erzeugt. Ja, es ist sowieso sehr gut gelaufen eigentlich. Müssen wir gucken, dass wir gleich noch einmal sammeln. Ja, noch einmal Key sammeln und dann ab geht's. Hast du Gas? Brauchst du Minerals?
Geh mal ein bisschen weiter. Wo stehst du da, Zalrock? Was ist das denn für ein Move? Ich bin im Menü, weil du. Ja, aber dann mach jetzt die Rocks kaputt. Mach die Rocks kaputt und nicht jetzt einfach mit allen Immortals in den Gegner rennen. Mach doch die Rocks kaputt! Wenn jetzt nicht der Fresse ist, mach ich die Rocks nicht kaputt. Ja, aber du bist gerade mit 180 Immortals fast einfach in Mars R gelaufen. Im E. Ich bin aber nicht Mercurix. So, ich würde jetzt Stalker von dir sehen. Ganz viele. Reich Minerals. Ich hab dir ein bisschen Gas gegeben, wenn ich ehrlich bin. Dankeschön. Was macht ihr hier eigentlich? Hat der eine nicht schon ein GG geschrieben gehabt? Was macht der dann noch hier drin? Wir haben gesehen, dass sie unsere Armee abräumen können. Und das ist irgendwie noch gar nicht so richtig vorbei. War Gegner! Auf Weg! Sieht gut aus. Sehr gut. Musik klingt in die Welt hier. Wir haben ganz schön viel Schlager heute. Und dann würde ich sagen, was ist das für heute. Macht's gut, tschüss. Das war gut gespielt.